Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, ihr habt gestern die beiden neuen Verteidigungsgebäude, ich rede mal so gestern. Natürlich nehme ich immer an dem Tag auf, wo wir neues Material bekommen, aber gestern kam ja die beiden neuen Defense-Gebäude dazu, der Monolith und der Zauberturm, wobei ich jetzt auch schon so die ein oder andere Stimme gehört habe, Zauberturm könnte ziemlich was werden, aber heute zieht was richtig, richtig Cooles in oder bei Clash of Clans ein. Und zwar gleich vier neue Sachen, nicht vier neue Helden, nein, sondern vier neue Pets. Ich habe jetzt auch die Reihenfolge, wie sie denn heißen, zumindest im Englischen. Frosty, Diggy, Poison Lizard und Phoenix heißt es, glaube ich, oder Phoenix im Englischen oder im Deutschen, beziehungsweise im Englischen. Aber wir gehen der Reihe nach rein. Format sollte jetzt mittlerweile bekannt sein und ich glaube, das kam ganz gut bei euch an. Also springen wir auf die Bildschirmaufnahme. Das habe ich auch schon mal wieder, wie soll es auch anders sein, der Toto bereitet immer hart vor. Ein bisschen vorbereitet. Ich könnte allerdings noch ein kleines Stück für euch größer machen. Warte mal. So, dann geht das bis zu meiner Cam ran. Perfekt. Gut. So machen wir das. Also ihr seht hier, dass das Pet-Haus 4 Level erstmal hochgeht. Das ist eine ganz schöne Hausnummer, denn wir bekommen 4 neue Pets dabei. Also 4 neue Pets. Wir haben auch gestern schon im Livestream darüber gesprochen, also am Mittwoch im Livestream darüber gesprochen, beziehungsweise wir haben da nicht drüber gesprochen, sondern wir haben gerätselt, was noch kommen könnte. Und ich hatte tatsächlich eingeworfen, so ein Pet wäre nicht schlecht. Ja, so ein Pet wäre nicht schlecht. Dass es jetzt gleich 4 neue werden, ist natürlich eine Sensation, aber ich hätte mich schon über ein Pet gefreut, also so ein bisschen, um das Ganze von den Begleitern her etwas flexibler zu machen, sodass auch Begleiter, ich sag mal, eine Pause haben. Und ich finde es aber sehr, sehr gut, dass 4 neue Begleiter kommen und ja, gehen wir rein, würde ich sagen, in die Geschichte. Also Upgrade des Begleiterhauses hier. Das erledigt unser Kollege Sneak Peek mal wieder für uns. Also von Level 4, 19 Tage, Leute, auf Level 5 und schaltet erstmal frei den Frosty. Ich halte hier mal kurz an. Bitte schaut mal ein bisschen genauer hin, wie sich unten diese Fresshütte immer verändert. Also das sind so die ganz kleinen, aber feinen Unterschiede, wo man dann erkennt, welchen Pet-House-Level hatten der jetzt, beziehungsweise, ja, ich meine, es macht schon Sinn, wir haben hier jetzt so eine Schale, so ein Fressnapf, will ich mal sagen, aber dieser Fressnapf verändert sich halt mit der Zeit. Okay, gehen wir weiter rein. Also sehr, sehr schick. Halt, ich muss nochmal anhalten. Stopp. So, bei mir hat es gerade nochmal gebimmelt. Also wir haben hier den Frosty. Die sind jetzt schon auf Level 10. Die müssen natürlich leveln, Leute. 40 Pet-Level. Das ist auch ein Wort zum Sonntag, würde ich sagen. Und der hier friest die Freunde. Also er friest natürlich nicht die Freunde, sondern er spuckt so kleine oder so lässt so kleine Frostmites auf die gegnerischen Gebäude und auch auf die gegnerischen Helden fallen. Das sehen wir jetzt in der kleinen, aber feinen Sequenz, muss ich sagen. Und sieht aber sehr gelungen aus. Passt, würde ich sagen, ins Spiel sogar farblich. Und aber wir sehen jetzt jeweils dann immer so eine kleine Kampfsequenz dazwischen. Und ich bin wirklich ultra gespannt darauf, wie sich die Pets in Verbindung mit den anderen Pets vor allen Dingen schlagen, weil man hat ja dann schon nette Auswahl. Aber wir sehen das hier anhand des Royal Champion. Der hat ja auch nicht so ultra viel Trefferpunkte, aber seht, der King wird immer angefriest und auch die Gebäude werden jetzt mit einem kleinen Frost, also mit so einem Frostmite bezogen. Ja, der King ist natürlich 85er King gegen 85er gegen 35er Gladiatoren. Keine Chance und auch selber hat er dann recht wenig Trefferpunkte. Also das macht der King hier mit Leichtigkeit, mit seiner Faust oder mit seinem Schwert. Ist halt unterschiedlich. Und keine Chance, also hat nicht so viel Trefferpunkte. Aber ich denke mal, mit dem richtigen Helden zugange kann dieser Frosty hier sicherlich
einiges dazu beitragen, wenn es darum geht, ich sag mal, so eine kleine Ecke auszuschalten oder sowas. Na, bin ich mal gespannt. Bin ich wirklich mal gespannt. Aber wir schauen uns mal den nächsten an. Aber den nächsten habe ich in einer anderen Sequenz. Das ist Diggi. Nicht Digger, sondern Diggi. Das ist Diggi. Diggi ist ein Gürteltier, würde ich mal so, so würde ich es mal beziffern. Ist ein Gürteltier. Und oder so ein, ist ein Lizard will ich jetzt nicht sagen, aber es ist irgend so ein Gürteltier. Und das ist echt, also Hammer, 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 cool animiert. Aber ihr seht auch, der Napf hat sich etwas verändert. Da ist ein bisschen Erde rumrum. Und was macht er? Der ist mostly underground. Also der gräbt sich immer ein. Und Diggi comes up to stun and smash defenses. Also der stun und smash defenses geht also direkt auf die Defense drauf und stunt sie dann kurz. Also auch ein cooler Begleiter, der aber allerdings, denke ich mal, immer so ein bisschen so wie Oily vor dem Helden ist. Und ja, da seht ihr es, aber es ist so unheimlich cool animiert, muss ich sagen. Es ist so ein bisschen der Miner. Es ist so ein bisschen der Miner, also Pet Miner. Und ist aber, hilft sicherlich, wenn es darum geht, Defense runterzubekommen. Ihr müsst euch jetzt die Szene so ein bisschen weiter spinnen. Die Gebäude stehen jetzt in dem Spell Tower und werden alle geraged und die Queen kommt da gar nicht so richtig gegen an, gegen das Feuer. Dann hilft natürlich hier so ein Patty wie der Digger hier. Nicht der Digger, der Diggi. Wie komme ich eigentlich immer auf Digger? Ja. Und also der Diggi hier, auch hier auf Level 10. Ich gehe gleich auch kurz mal mit euch in die Tabellen rein, gar keine Frage. Und wir gehen weiter zum dritten Pet. Das ist der Poison Lizard, so heißt er eigentlich. Hier heißt er nur Lizard. Also Pet House geht auf Level 7 hoch. 19 Tage, 12 Stunden, jawohl. Leute, das dauert alles so lange. Das ist der Hammer. Aber ihr seht auch hier der Effekt. Echt cool gemacht hier um den kleinen Napf herum. Kommen jetzt so ein paar Poison-Blubbers hoch. Ich gucke da immer gerne hin auf solche kleinen animierten Sachen. Da zeigt sich für mich immer so ein bisschen so die Entwicklerliebe zum Detail. Ja. Die Entwicklerliebe zum Detail. Und auch hier ausgewählt, also ähnlich wie beim Poison Spell oder beim Spell Tower. 120 Damage pro Sekunde, 38 Speed Degrees, also ist eine Verlangsamung mit drin. Attack Rate Degrees, also 50% weniger Attacken, die Sachen, die er dann, ich sag mal, anspuckt. Ja, und hier ist es jetzt mal der King. Ja, aber auch hier seht ihr, das Pet hat nicht wirklich viel Trefferpunkte und man will ja ein bisschen mehr mit dem Pet machen. Also es hat nicht viel Trefferpunkte und die Sequenz hier spinnt jetzt einfach auch weiter, weil natürlich der Nachgift noch wirkt, auch hier von dem Lizard. Und dementsprechend macht der King das hier weg, aber ihr seht hier jetzt auch schon in Worten. One Hit, die Platte hier. Ich glaube, da brauchte der auch 55 noch zwei Hits für. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich müsste es mal ausprobieren. Aber der One Hit die mittlerweile. Echt cool. Also, nächstes Pet, beziehungsweise nächstes neues Pet hier. Sieht aber auch alles verdammt gut aus, ne? Spits Blobs of Poison at its Enemies. Also nur gegen die Enemies. Wenn dann die Enemies wahrscheinlich nicht mehr da sind, dann auch gegen alles andere. Also richtig coole Sache. So, wir gehen in den letzten rein. Denn vier Pets hatte ich ja angesprochen. Es werden vier Pets. Und da haben wir den Phoenix heißt es, glaube ich. Unlocks Phoenix oder Phoenix. Nee, Phoenix heißt es da. Also so ein Greif. Und der Greif, auch hier, ich halte das wirklich immer wieder gerne an. Ja, der Greif setzt ja erstmal gleich ein Ei rein. Ich musste so lachen, als ich das, ich habe es mir ein paar Mal vorher anschauen können und also auch da wieder ist echt, es ist die Liebe zum Detail da. Den Phoenix ausgewählt, was macht der Phoenix? Der Phoenix macht folgendes, hatches to give her hero a final moment of invulnerability heißt es da, also der macht sie unsichtbar, würde ich sagen. Und er macht sie auch unverwundbar damit. Ein ganz, ganz kurzen Moment. Wie das allerdings aussieht, das sieht ein bisschen witziger aus. Was heißt witziger aus? Das sieht noch ein bisschen komplexer aus, denn man sieht den erst gar nicht. Und denn der ist erstmal verborgen im Ei. Entschuldigt bitte.
Der ist erstmal so ein bisschen verborgen im Ei, also jetzt wird er ausgewählt und da seht ihr das jetzt, da ist erstmal nur so ein Ei in der Erde, ne? Ist erstmal nur so ein Ei in der Erde, wenn der Held jetzt down geht, also die Ability geschluckt hier und jetzt kurz mal unsichtbar gemacht und der Royal Champion kann trotzdem noch ein kleines bisschen weitermachen, wenn auch nicht viel, aber das kann das I-Tüpfelchen auf dem I sein und ein bisschen Schaden macht er natürlich auch, allerdings die Bogenschützentürme überhaupt kein Thema. Die Grundeinheiten machen jetzt keinen Schaden, solange er natürlich fliegt. Ich weiß nicht, wenn er jetzt so als Ei hinterherläuft und in Range ist, kann ich mir schon vorstellen, dass auch dort der Schaden dann kommt. Also haben wir hier den vierten. Halt, wo ist er? Da ist er nochmal, der Phönix. Und ja, da gilt es jetzt zu mischen. Ne? 8 Pets, 4 Helden. Also das geht gut zur Sache. Ich wollte gerade sagen, ich kann mich gar nicht entscheiden. Ich kann mich überhaupt nicht entscheiden, was man da nehmen kann. Und vor allen Dingen, welche Pet-Kombinationen jetzt, wie viel wir jetzt schon haben, nur mit 8 Pets, sage ich mal, wie viel Kombis du da schon wieder machen kannst mit den 4 Helden, das ist unglaublich. Wir haben ja alle All New Pets Chilling, heißt dieses Video hier. Okay, hier chillen einmal alle Pets aufeinander, also Max Pet House und die Max Pets. Wie sie hier jetzt angeordnet sind, ist, glaube ich, im Moment egal. Also hier so sieht es so aus, als wenn der Royal Champion den Phoenix hat. Die Queen hat das Gürteltier, der King hat den, ja, gar nicht mal so schlecht gewählt, würde ich sagen. Der hat den Invisible, also den Unsichtbarkeits, der hat den Phoenix hier. Das andere ist ja nicht der Phoenix. Ah ne, das ist der Lizard da unten beim Royal Champion. Lizard oben. Müssen wir uns nochmal dran gewöhnen. Und der Diggi hier beim Warden. Könnte auch Sinn machen, Warden Walk mit dem Diggi. Kann ich mir echt gut vorstellen. Und es gab natürlich noch was, denn die Notes dazu, klar gibt es Images dazu, die habt ihr jetzt aber auch, die werdet ihr bei mir auch sehen. Ja, die werdet ihr bei mir natürlich auch sehen. Die Images irgendwie in die Thumbnails eingebaut, damit ihr ein bisschen wisst, worum es geht. Und hier gab es eigentlich nur die Update-Notes. Ich guck mal gerade, New Pets and Levels. Das ist wieder was für die Statistiker. Also die Kosten jeweils des Pet-Hauses geht dann hoch bis 20,5 Millionen Helix, man spricht hier echt von Werten, 19 Tage bis 19 Tage 75 und haben natürlich dementsprechend mehr Hitpoints, gar keine Frage. Und ich mache jetzt, glaube ich, nur ein Pet auf, weil das wird für die Pets, glaube ich, in etwa gleich, ja, nee, das wird wieder nicht gleich sein. Wir gucken mal auf Level 1, kostet das natürlich nichts. Also wenn man erstmal upgradet, hat man ja das Pet auf Level 1, aber danach sind es 215.000 DE, dunkles Elixier und Upgrade Time 3 Tage bis 8 Tage hoch auf Level 10 und je nachdem wie hoch er geht ab Level 5, das seht ihr hier, kommen auch 2 Mites beim Frosty raus. Ich glaube, wir gehen in die anderen auch mal kurz rein, nur um das kurz einmal zu überspringen hier. 220 KDE und auch hier ist der Unterschied, die Seconds of Stun Numbers, also der Stunt auch hier ist der Peak bei Level 5 mit 2,5 Sekunden und auf Level 10 dann dementsprechend 3 Sekunden. Also auch da ist die Steigerung da. Beim Poison Lizard wird das ähnlich sein. Da haben wir die Attack Rate Degrees und Speed Agreed. Also hier erhöht sich das, aber ich will nicht sagen fast kontinuierlich, aber auch hier haben wir so einen kleinen Break auf 5 und natürlich das meiste auf Level 10, wenn das Pet also auf Level 10 ist, mit 38% oder Max Poison DPS 120, 38% Geschwindigkeitsreduzierung und die Attackrate Reduzierung um 50% bei den Targets, Ground und Air. Beim Phoenix ist es dann ähnlich. Also, Alter, sind die teuer. Was ist nicht, ist nicht da? Okay. Merkwürdig. Ist tatsächlich nicht da. Kann ich euch gar nicht zeigen. Sehr ärgerlich. Sneak, Sneak, Sneak. Ich habe es eigentlich nur so ausgepackt, aber ist hier als normales PDF und auch, ist auch nicht kleiner und nicht größer als die anderen. Aber es öffnet nicht. Tut mir leid, Leute. Life is life. Brauche ich jetzt auch nicht das Web durchsuchen. Okay.
Aber ich denke mal, das wird ähnlich sein. Das heißt also eine ähnliche Steigerung. Ich gucke mal, ich werd das mal hochmelden zu Supercell, dass dort ein PDF broken ist, also nicht zu öffnen ist. Oder ich muss das Archiv halt nochmal runterladen. Ich hoffe, das Ganze hat euch trotzdem ganz gut gefallen. Wenn ja, dann wisst ihr ja, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonnieren, nicht vergessen. Und bleibt am Kanal dran. Oder auch in den Livestreams, das überlasse ich euch jetzt. Also ich finde es schon mal sehr, sehr nett, dass wir Mittwoch so ein bisschen über die ersten Sachen so ein bisschen gesprochen haben und haben halt jetzt noch mehr Sneak Talk, so heißt es ja. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf eure Meinung, was ihr davon haltet. 4 neue Begleiter, 40 Level zu grinden, je nachdem, wie man es nennt. Und das ist schon echt mal wieder eine Hausnummer. Da bin ich gespannt auf die ersten, die sich das hier durchjammen. Ich werde sicherlich nicht dazugehören. Ich überlege jetzt schon die ganze Zeit, wo kriege ich so viel Dunkles her? Ja, und du kannst ja auch vor allen Dingen immer nur einen Begleiter leveln im Pet-Haus. Da könnten sie vielleicht jetzt mal, weil wir jetzt auch 8 Pets haben, vielleicht auf 2 gleichzeitig springen. Aber im Moment ist es noch einseitig. Okay, ich würde sagen, wir sehen uns dann in den weiteren Sneaks. Ich verabschiede mich, bedanke mich fürs Zuschauen und ciao, ciao, euer Toto. Clashed. Frosty, Digga ist klar. Nochmal. Frosty, Diggi, Lizzie und Phoenix. Nee, anders. Frosty, Diggi. Ich weiß es jetzt echt nicht. Frosty, Diggi, Poison, Lizard und Phoenix. Phoenix, glaube ich, heißt es. Oder? Ich weiß es nicht, ich musste so lachen.